Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Return of the Tentacle. Wir kleben hier mit Laverne am Boden fest und haben nicht mal die Möglichkeit zu speichern, ins Menü zu wechseln oder die Charaktere zu wechseln. Das heißt, wir müssen... Ich klebe drauf fest. ...mit ihr irgendwie was machen. Aber ganz cool ist, dass sie jetzt einfach nur Gedanken hat. Ich brauche Ethanol... Oh, selbst daran hat sie wieder. ...und Magnesium für das Lösungsmittel. Ja, aber du bist schon fertig. Das ist das Lösungsmittel für Dr. Freds Super-Duper-Kleber. So, und das benutzen wir jetzt hiermit. Perfekt. Ich möchte speichern. Aber ich finde, die Rätsel hier in dem Spiel sind... unabhängig davon, dass jetzt jeder automatisch irgendwie einspringt und sagt, lass mich das machen, das macht es vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ich finde die immer fair bis jetzt und immer gut gelöst auch. Hier ist Dr. der Chronojohn. Freds alte Zeitmaschine. Im Grunde besteht sie aus einer Toilette. Ja, kann ich die öffnen? Das wird mir nicht helfen. Das wird mir nicht helfen. Aber wieso? Das sind Grüntentakel und Purpurtentakel. Kurz nachdem Dr. Fred sie erfunden hat. Ach so, er noch nicht böse war, ne? Wahrscheinlich. Die Dinger sind ja überall. Warte mal. Ich bin noch nicht stark genug, um das Schild aus der Matschmaschine zu ziehen. Ja, ich weiß. Wir gehen jetzt einfach mal... in den Raum hier. Aha, wie geil. Oh, ne. Wahnsinn. Perfekt. Sogar, dass sie da steht. Gutes Gimmick. Wenn ich jetzt hier hinter die gehe. Wenn ich mit Burner... ich muss das jetzt mal kurz testen, Leute. Wir gehen jetzt mal hier kurz runter. So. Leute, ich raste aus. Gute Details. So, nimm mal wieder Bernard. Besser nicht. Die Werkbank sieht ja alt aus. Ja, die kommt wahrscheinlich aus der Vergangenheit, die wir schon in Teil 1 gesehen die haben. Die Werkbank sieht ja alt aus. Mal kurz, ich mach mal kurz wieder den hier. Dr. Freds alte Zeitmaschine. Ja, ja. Schade, dass da nicht unterschiedliche Kommentare oft kommen. Superkleber. Zack. Dr. Fred Edisons Super-Duper-Kleber. Hält bis zu 50 Kilogramm zusammen. Aufzug. Geht's noch tiefer? Nee, es geht hoch. Ah, Leute. Es verdichtet sich. Wo ist jetzt der Fred hingegangen? Der muss doch hier auch jetzt irgendwo hocken, oder nicht? Also, wir haben... Sie ist eigentlich durch, ne? Er muss stärker werden. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal... Moin. Kann ich mit ihm was anderes sprechen? Hi, ich bin Hoagie. Wer bist denn du? Ed Edison. Bist du verwandt mit Dr. Fred? Hoagie, er ist mein Vater. Echt geil. Kurze Vermutung. Muss ich mit jedem der Charaktere ihn zur Weißglut bringen, damit er ausrastet? Wie schmecken eigentlich deine Pilze? Meine Pilze werden nicht gegessen. Alles cool. Sehen eh nicht besonders lecker aus. Gut. Sehen alle sehr irgendwie gut. Giftig aus. Mann. Hier sind ja viele Pilze. Vertickst du die auch oder ist das alles Privatgebrauch? Diese Pilze haben für mich einen Wert, den es nicht mit Geld aufwiegen kann. Verstehe. Mach's gut, du Freak. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt nochmal mit ihr zu ihm. Moin! Oh. Du musst dieser Ed Edison sein. Und wer bist du?
Ich bin Laverne, eine Freundin von Bernard. Nie gehört. Was sind das für Pilze in diesem Zimmer? Das sind Borstenbesserlinge. Die sind mein ganzer Stolz. Die sehen toll aus. Danke. Es tut gut, das zu hören. Die meisten interessieren sich nicht für meine Borstenbesserlinge. Tschüss. Friede sei mit dir. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal in die Küche. Also ich hatte irgendwie die Idee mit ihm hier, irgendwie auf eine Art, wie heißen die Bänke? Diese Pumperbänke, ne? Und dann, ah, warte! So. Das sieht aus wie eine Hantel. Ja. Benutze sie. Yeah, damit kann ich trainieren. Hantelbank. Jetzt mache ich nur noch eine Hantelbank. Genau. Die suchen wir uns jetzt. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, das ist irgendwie was im... im Keller. Muss ich noch Spinat essen? Die selbst ausmachen? Also definitiv Metall, da Metallbüchse. Ich lass die mal drin. Au. Das war gut. Ich hoffe, da gab es einen Speicherpunkt. Ja, okay. Rausholen. Ich wollte die rausholen. Okay, da ist jetzt auch irgendwie was drin. Die Dose ist noch zu. Wir haben noch. Ich vergesse ja auch die Hälfte, ne? Jetzt haben wir den Dosenöffner. Jetzt ist die Dose offen. Ich mach noch nichts. Ich vermute, ich muss das essen. Weil ich sonst nicht stark genug bin, die Hantel zu heben. Ne, so Popeye-Style. Der Tisch oben. Der Tisch oben im... auf dem Dachboden. Der war anklickbar, erinnere ich mich. Kann man das als Hantelbank nutzen? Yeah, damit kann ich trainieren. Jetzt brauche ich nur noch eine Hantelbank. Ja. Geil. Jetzt ist er noch zu schwach wahrscheinlich? Nee. Ey, ist er jetzt so ein Pumper? Hat er jetzt richtig Muskeln oder ist er immer noch Deck? Der Deck, vor allem dick. Ich fühle mich jetzt schon stärker, aber da geht noch was. Ja, jetzt noch Spinat futtern. Das kann ich nicht kombinieren. Ich mit dem Tisch. Hogi, arbeite mit! Ja, also das war klar. Spinat. Mann, fühle ich mich jetzt stark. Bodybuilder, ja, okay. Also das war logisch, seit man irgendwie das Spinat auch geöffnet hat. Oder vielleicht sogar, seit man Spinat eingesammelt hat für die Stärke. Das ist ein bekannter... Ich glaube sogar fast ein Irrglaube war das, oder? Ach so, den Karton kann man den jetzt öffnen. Der ist fest zugeklebt. Moment. Ich stand doch hier. Leute. Bug. Bug entdeckt. Oh, ja gut. Moment. Ich zeig dir, wie das geht. Cool. Aber das ist ein bisschen...
Schön hier den Horror-Sound. Genau das sind halt die Sachen, wo ich denke, ja, da muss jetzt nicht speziell eine Person das öffnen. So ein Brecheisen kann man immer gebrauchen. Brecheisen. Gab's auch in Teil 1 ein Brecheisen, ne? So, jetzt ziehen wir aber hier den das Schild raus. Zack. Geil. Den fasse ich besser nicht an. Muss man das noch abdichten? Ich frage mich, wofür Dr. Fred dieses Gerät braucht. So, Laverne ist fertig. Hoagie ist fertig. Bernard braucht... Ich kann diese beiden Dinge nicht kombinieren. Ich war jetzt gerade am Überlegen, einfach willkürlich mal was zu verbinden. Wir können noch mal kurz raus nach vorne und schauen, ob wir an die Matschmaschine von außen irgendwie was machen können. Ah, warte mal. Ich will das nicht kaputt machen. Das Ding war kaputt in der Zukunft. Wir erinnern uns. Hinter dem Turm. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ich kann direkt in Dr. Freds Labor sehen. Da ist die Matschmaschine, der Hamstergenerator und ein Wasserhahn. Ich find's ganz geil, eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, dass die nur ins Gestern gereist sind und nicht irgendwie 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit oder sonst wie was. Oder in die Zukunft. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufgeschmissen. Ich vermute, wir müssen noch irgendwas hier im... Kommt irgendjemand angerannt, wenn ich hier... Wo ist eigentlich die Angestellte, die immer die Betten macht? Ah ne, das war in der Zeit, wo das noch wirklich ein altes Hotel war, ne? Zu den Gründerzeiten. Lieber nicht. Das beißt mich noch. Später. Kürbis schmeckt mir nicht. Das fasse ich nicht an. Das lasse ich hier, falls mich die Polizei durchsucht. Ja, ja. Aha, eine Exa... Erstmal schließen hier. Ich muss den Pin kriegen. Ich muss wahrscheinlich den Ed da irgendwie rauslocken. Ich habe nichts zum Trocknen. Ich habe nichts zum Trocknen. Ich muss irgendwas mit dem Seil machen. Jetzt ist es ein langes Seil. Ein solides Brecheisen sollte man immer dabei haben. Tja. Ich finde das mit dem Geheimraum ganz cool gelöst. Er wird immer zurückgesetzt. Lustig. Leute, ich würde sagen, ich gehe auch nochmal mit ihm hier runter. Ich würde sagen, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge einfach mal genauer an. Und dann geht's dann weiter. Tschüss.